Willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Twilight Princess HD. Im letzten Part waren wir kurz im Schloss Hyrule und die Prinzessin, die heute nicht mehr und jetzt steht die Barriere da. Ja, was hat mir von ihr den Auftrag bekommen, zum Heiligen Hain zu gehen, denn das Heilige Masterschwert, was dort verborgen ist, ist die einzige Möglichkeit, um uns von dieser Wolfgestalt zu befreien, die uns Sand auferlegt hat im letzten Part. Da sind wir jetzt auch hin unterwegs. Und sobald ich das habe, werden wir dann mal ein paar Nebenquests und Herzteile einsammeln und vor allem Geisterseelen. Denn ab dann haben wir dann auch die Möglichkeit, nämlich die Verwandlung frei zu steuern. Und das wird dann alles in einem Zusammenschnitt passieren. Weil das würde viel zu lange dauern, wenn ich das alles, die ganzen Aufwerke jetzt alles noch auf Band haben. Das wäre einfach nur langweilig für euch. Ich werde euch dann immer zeigen, wo der Ort ist. Wo genau. Und natürlich die Aufgabe, die werde ich natürlich auch alle zeigen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht gerade wegsterbe. Weil als Alfred kann es auch keinen Trick benutzen. Und ich glaube, fehlen kann man. Aber da bin ich mir jetzt nicht so der Prozess sicher, aber ich möchte es doch lieber nicht rausfinden. Ach, und wegen ein paar Stempel, die dann in der Overworld fehlen, da werde ich mir ein Tutorial hinnehmen, denn ich weiß nicht mehr, wo die alle genau sind. Aber das ist erst gegen Ende des Projekts, also bevor wir da zum End-Dungeon gehen, würde ich dann die ganzen Stempel einsammeln. Damit wir dann im End-Dungeon die letzten zwei Stempel nur noch haben. Denn ja, pro Dungeon gibt es immer noch zwei Stempel und ich glaube, also ich bin gerade überlegen, habe ich mir das eigentlich geholt? Den zweiten in der Goron-Mine? Ja, da müsste ich mal meine eigenen Parts anschauen, vielleicht wüsste ich's. Ja, wenn es zur Zeit fällt, wissen wir, wo es ist. Bin jetzt nicht gerade so ein Freund davon, dass die eigenen Parts von sich anschaut. Na gut, also wenn ich etwas zusammenarbeiten muss, dann muss ich auch fast. Aber ich bin jetzt nicht gerade so der größte Freund davon. Der Lot für Bearbeitung. Was jetzt halt ein bisschen erschwert ist, da ja die Anmerkung weg ist. Und mittlerweile sollte jetzt auch Breath of the Wild hier auf YouTube laufen bei mir. Denn die Switch, die kam ja endlich an. Also wenn ihr den Part setzen müsstet. Ich muss überlegen, dann müsste ich glaube Part 2. Nein, nicht Part 2, Part 3. Ach, egal, ich setz dann. Und wieso laufe ich wieder den umständigen Weg? Wenn ich auch die Abkürzung hätte nehmen können. Weil ich es kann. Um zum Heiligen Hain zu kommen, müssen wir jetzt eben den ganzen Weg zurückgehen zum ersten Dungeon. Das ist eben falsch. Spiegelverkehrt, das hat eben so eine Sache. Ich muss auch die Steuerung wieder im Kopf haben, denn die Steuerung zwischen Twilight Princess und Breath of the Wild ist dann doch ein bisschen verschieden. Ah, und die haben schon eine erste Geisterseele. Schon Nacht, oder wie? Ne, insgesamt gibt es 60 Stück von denen. Und wir wissen ja, wie viele es in welcher Region gibt. Das müsste jetzt. Ja, angezeigt. Ja, 1 von 6. Das heißt, wir hätten jetzt hier also noch 5 weitere Geisterseelen. Aber wir können noch nicht alle bekommen, da einige erst nach der Zeit erscheinen. Das ist jetzt nicht bei jeder Geisterseele so. Das ist so gerade in diesem Gebiet, dass sie nicht alle mehr sofort erscheinen. Andere wiederum, die erfordern besondere Dungeon-Gegenstände, die wir zurzeit noch nicht haben.
Aber ich glaube, ein Großteil kann mit dann schon einsam, damit wir diesem Giovanni helfen können. Aber ich kann schon mal sagen, die Entbelohnung, die ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit der Entbelohnung von den Croxam vergleichen kann. Aber sagen wir mal so, die Entbelohnung für große Mühen, das habt ihr zum Beispiel bei OOT zum Beispiel. Und das Kontrakt gibt die auch nur Mist. Okay. Ach, immer seid ihr, lasst bitte den Affen in Ruhe. Hast du mich gehört? Danke. Jetzt, als ich geschaut habe, ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber sie versucht, den Zähnen des Waldes zu gelangen, griff mit der Zigarre von Emnon. Was mag in diesem Wald wohl sein? Seltsame Kreaturen, das. Da gehen wir der Sache mal auf den Grund. Danke, Mädchen, dann kommen wir da hinten. Wenn man diesen Abenteuer bewendet, gibt es doch einen Wald. Ja, Sonic, sollen wir ihn uns mal ansehen? Aber bitte mit, na. Denn wir müssen ja immer noch in den Heiligen Hain. Um uns von diesem schrecklichen Fluch zu befreien. Okay, das sind nur Fledermäuse. Wir warten bis eben der Wind dreht, damit wir eben zum zweiten kommen. Das ist jetzt noch einmal ein bisschen nervig. Wenn ich den Sturmbumerang hätte, könnte ich es auch so machen. Dann hier noch so ein Balanceakt. Eieieiei. Okay, also das war jetzt dumm. Ich dachte, ich komme da noch durch. Aber ich bin, dass du mich gerade so weit zurückspeisen musst, das ist jetzt auch nicht gerade fair. Oder muss die Dummheit normalerweise eben so bestraft werden? So wie meine Dummheit bestraft werden, wenn ich zum Beispiel jetzt bei Mario Kart 8 einen Scheißdreck baue. Ja, das habe ich mal hingekriegt. Das habt ihr wahrscheinlich alle gesehen und dann habt ihr auch darüber gelacht. Über meinen Epic Fail. Echt, das passiert bei mir immer häufig. Aber was will man dagegen machen? Ist halt so. Man kann nicht immer alles haben. So, und von dieser Statue kriegen wir jetzt dann auch wieder ein Lied vorgeheult. Okay, ich muss noch ein zweites Mal. Okay, das war nicht ganz. Okay, das war scheiße. Ehrlich, was mache ich heute? So, jetzt ist gut. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich jetzt durch Präfusewelt auch noch das Spielen verlernt, oder wie? Ja, das kann man. Ja. Kriegen wir dann ab 9 Uhr gute Kunst. Das kommt mir schon irgendwie bekannt vor. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Ich kann sogar nicht zuhören. Und er befindet sich vor der Stadt Hyrule im Südteil. Können wir dann gleich mal besuchen. Wenn wir dann mal hier durch sind.
heiliger Hain. Da haben wir noch einen. Das ist Zeldas Wiegenlied. Einfach nur schön, ne? Und natürlich, das Horror-Kit, wer kennt es nicht? Es will wieder Schabernack treten, sagen wir mal so, diese heile Geheimnis Friedenball seit zu Hause und er liebt es gerne, Leuten Streiche zu spielen. Auch immer. Wir brauchen halt leider seine Hilfe, weil sonst kommen wir aus dem Wald nicht durch. Denn er ist der Einzige, der Bescheid weiß, wo es lang geht. Und gleichzeitig können wir ihm noch ein paar Manieren beibringen. Wenn ihr die Geister auf mich loszuhetzen, das ist nicht fair, hm? Freundchen. So, jetzt müssen wir ihn wieder verfolgen. Ich glaube, das muss man 3 oder 4 Mal machen. Dann stellt er sich uns dem Endkampf. Okay, das ist der falsche Weg. Ich habe daran gewöhnt, dass ich jetzt einfach mit Z nur einmal drücken muss für die Anvisierung bei Breath of the Wild. Geht das da leider nicht, da muss das immer gedrückt behalten. Entweder bin ich jetzt so dumm, den Weg zu finden, oder wieder Let's Player technisch. Ach so, weil ich dachte, das sei wieder der Ausgang. Ich bin so schlau. Okay, da glaube ich, müssen wir noch nicht hin. Also, da lang. Ne, da kamen wir, ja. Dann ist er dort. Ja, ich hab ihn gerade gehört. Und heute noch auf der Trompete rumspielen. Damit er Verstecken spielen will mit uns, ist das auch nicht gerade sehr schlau von dir. Aber sagen wir mal, so wie ein Kleinkind, die wollen ja immer gerne spielen. In die Richtung abgehauen. Da immer mal ab und zu die mal weghauen. Dann hat man nicht immer das gesamte Problem, dass sie einen bis ans Ende der Welt verfolgen. Man kann es auch mit dem Spezialmove machen, aber das würde ich eher davon abraten. Okay, dann bist du jetzt dort oben, oder wie? Komm ich hoch. Ja, natürlich ist er hier oben. Ja, jetzt geht er. Denn durch diesen Weg müssen wir jetzt eben gehen. Wir müssen das halt leider. Da unten ist er jetzt. Sitzt in der Falle.
Oh, bist du sauer? Hast du mich? Kann nichts dafür, du wolltest ja spielen. Du hast das Spiel angefangen, jetzt wirst du mir Sachen zu Ende spielen. Wenn es nicht passt, kannst du gehen. Okay, dann bin ich zu blöd, den zu fangen, oder? Ach, muss das dann machen, wenn er natürlich mit der Trompete spielt, dann kann er sich nicht mehr verteidigen. Und diese Pop-Marionette sind sowieso nichts als Abfall wert. Komm nur her, kleines Kind! Hast deine Dresche noch nicht abgeholt? Oh, jetzt kommt er schon mit der großen Anzahl. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass sie alle gleichzeitig kommen, aber sie wollten nicht! Ich will nur dazu bringen, dass er wieder mit der Trompete spielt. Und besiegt. Oder auch nicht. Fang mich doch! Naja. Einfach sind wir jetzt durch diesen Wald durch. Und sind endlich an dem Ort angelangt, wo wir hin müssen. Und jetzt kommen wir zu der letzten Prüfung, die uns hier noch erwartet. Und hier können wir dann Goldkäfer kriegen. Ich muss mal schauen, genau wo. Ich glaube, es ist dort drin. Wenn er schon da ist. Also diese Prüfung, die jetzt kommt, die ist nämlich schwer. Aber wenn man weiß, wie man das machen kann, kann das ja einfach sein. Aber ich bezweifle es, dass ich das im First Try schaffe, weil ich das nie geschafft habe. Also sollte es jetzt so lang gehen, werde ich einfach den Erfolgsversuch reinschneiden. Ich probiere es jetzt mal leider zweimal on-cam und wenn es dann nicht klappt, dann wird es off-cam gemacht. Bis ich den Erfolgsversuch habe. Wir sind die über dieses Gebiet wachen. Führe uns zurück dahin, wo wir dereinst gestanden haben. Tust du das nicht, bleibt dir der Weg in den heiligen Hain verschlossen. Und da ist das jetzt so ein Rätsel. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach rechts springen, dann springen die auch nach rechts und der andere nach links. Also beispielsweise so. Und sollte jetzt da nichts sein, dann wird er einfach stehen bleiben. Und soviel ich weiß, glaube ich, muss man die beide miteinander tauschen. Das heißt, der jetzt rechts steht, der muss links sein. Soviel ich weiß, aber ich bin mir da absolut nicht sicher.
Jetzt sind die mal miteinander getauscht. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das regeln. Okay, wenn ich jetzt noch weiter nach oben gehe, sitze ich in der Falle. Oh, jetzt muss ich gerade überlegen, wenn ich jetzt runtergehe. Muss ich nämlich rechnen. Das heißt, wenn ich runtergehe, geht der hoch. Das heißt, den muss ich wahrscheinlich nach oben bringen. Also, wir gehen noch weiter nach runter. Noch eins runter. Jetzt mal nach oben. So, jetzt müssen wir gerade schauen. Also wenn ich jetzt den nach rechts bringe, jetzt muss ich gerade überlegen, wenn ich dann runtergehe, geht der hoch. Ich muss mal kurz nach rechts. Denn jetzt muss ich eben dafür sorgen, dass die nämlich synchron zueinander stehen. Das ist das Problem. Jetzt müsste es klappen. Ja, geht doch. Also der wichtigste Tipp. Am Anfang, ihr müsst die beiden die Position tauschen. Sonst geht es nicht. Und dann müsst ihr schauen, dass ihr sie synchron dort hochbringt. Und schon ist das Rätsel ein Klacks. Du führtest uns zurück auf unseren rechten Platz. So, mach dich nun bereit. Tritt ein in unser Heiligtum. Also, dass ich das jetzt so schnell löse, hatte ich jetzt nicht gerechnet. Wenn du sag ich schon, das wird wahrscheinlich nicht im First Try klappen und dann klappt es doch im First Try. Ich überrasche mich immer wieder zu sehr. Naja. Und jetzt uns lieber das heilige Master Schwert. Das Schwert erkennt dich als seinen Meister an. Und dieses kleine Ding verfügt über die Magie, die dich gefesselt hielt. Das ist schon etwas ganz anderes als die Magie der Schatten, über die wir verfügen. Pass auf, wenn du den Klumpen berührst, wirst du wieder zum Tier. Das Ding ist so gefährlich, wir sollten es gleich hier vernichten. Oder warte mal. Solange wir das hier haben, können wir dich jederzeit in ein Tier verwandeln, oder? Außerdem ist es schließlich ein Geschenk von Santa, wäre doch unnötig, wenn wir es bei der Gelegenheit nicht verwenden. Sag mal ganz einfach Bescheid, wenn du deine Gestalt wechseln willst. Ich erledige das dann für dich. Dadurch kann ich dich jetzt auch jederzeit warten. Du musst nur die Wurstgestalt annehmen, dann geht es ganz einfach. Übrigens, Sonic, ich hätte eine Bitte an dich.
Hast du nicht noch mit mir zusammen den Schattenspiegel zu suchen? Der ist irgendwo in Hyrule. Also der Schattenspiegel ist womöglich der einzige Weg zu Zanto. Okay. Dann haben wir uns diesen ominösen Schattenspiegel. So, und jetzt kann ich noch ein paar Sachen erledigen, aber noch nicht alles. So, jetzt einfach mal unter anderem, glaube ich, der Käfer können wir schon mal holen. Und dann muss ich kurz überlegen, wo wir dann anfangen. Also wir lernen jetzt hier noch ein paar Dinge, die können wir noch in den Part so rein. Jetzt hat die Frage, ob er... Ja, er ist schon da. Und von dem gibt es ja auch die weibliche Version von der Schnecke. Aber die ist ganz besonders versteckt. Die ist so gut versteckt, die ihr jetzt nicht finden würdet. Egal wie oft ihr sucht. Wo es genau befindet, ich weiß es, aber ich sag's euch nicht. Es wäre ja doch kein Geheimnis mehr. So, und hier können wir jetzt auch noch was erledigen und glaubt, soviel ich weiß, wenn wir den Felsen hier wegsprengen, müsste das eine Geisterseele freigeben. Oder zumindest ein Loch, in dem wir graben könnten. Okay, das gibt uns eine Geisterseele. Die müssen wir jetzt besiegen. Man kann sie auch mit dem Special Move ja komplett ja one-hitten. Ich würde es nicht gerade so empfehlen. Vor allem nicht bei engen Gegenden, in denen ihr so leicht runterfallen könnt. Sonst. Ja, hier ist noch ein kleines Loch. Okay, also das können wir noch untersuchen. Und ich glaube, ich weiß, was ich zuerst mache. Denn jetzt müsste es ja gehen. Jetzt müssten wir eigentlich für die Brücke spenden können. Ich würde mir mal die Tarot-Quest machen, damit wir mal einmal eine Verbindung zu Hyrule hätten. Also eine weitere. Da ja die eine Verbindung ja von den Schattenviechern ja uns geklaut wurde. Kann man den auch so runterrollen? Nö, anscheinend nicht. Müssen wir das wahrscheinlich mit einem Bogen machen. Ich hoffe nur, es gibt jetzt nicht mehr als 100 Rubine. Weil dann würde ich wahrscheinlich das zuerst machen, bevor ich mit den Nebenquests beginne. Ah, wir kriegen sogar hier ein Herzteil. Noch besser. Ja, dann wird mir auf jeden Fall die Nebenquest erledigen und... Ja. Ich begebe mich jetzt nochmal nach Kakariko hin und dann beende ich den Part auch schon. Wir sind jetzt auch schon gut bei 30 Minuten angelangt. Und jetzt können wir jederzeit warpen, also ist jetzt kein Problem. Dann würde mir mal sagen, also im nächsten Part geht es dann mit der Tarot-Quest weiter. Also fangen wir mit der Tarot-Quest an. Falls sie verfügbar ist. Und dann, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, werden wir noch ein paar Aufgaben erledigen in der Overworld. Wir können jetzt sehr viel erledigen, bevor wir dann zum Schattenspiegel gehen. Naja, dann bis zum nächsten Part. Tschüss.